Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Ründchen von Let's Play The Infected. Wir sind gerade ein bisschen zu Fuß unterwegs, weil wir uns versuchen, ein Tier zu suchen, das wir in unseren Stall stecken können. Das heißt, soweit ich mich erinnern kann, Ziege oder Huhn ist möglich. Und wir versuchen gerade so ein bisschen von hier oben vielleicht was zu erörtern, was zu finden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, inwiefern das im Winter möglich ist, inwiefern wir im Winter hier Viecher finden. Vielleicht ist das nicht die beste Idee, im Winter loszuziehen. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Wir schauen da mal. Tatsächlich ist die Flora bzw. Fauna hier ganz schön leer aktuell. Das heißt, hier ist nicht wirklich viel los. In Sachen Tiere. Keine Ahnung, hier ist auch alles zugefroren, logischerweise. Ne? Du findest ja hier auch nichts zu fressen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir hier was finden. Oh, guck mal, da ist so eine kleine Brücke. Hä, wie sinnlos ist diese Brücke? Wie sinnlos ist diese Brücke? Ich meine, es ist cool, ne? Aber ich meine, kannst du auch einfach hier lang gehen, hä? Hä, diese Brücke könnte ich gebaut haben. Was? Hahaha, lustig. Sehr lustig. So, hier drüben geht der See auf jeden Fall weiter, beziehungsweise der Fluss. Das ist nur ein Frosch. Ich muss zugeben, ich habe auch jetzt im Winter noch kein einziges Huhn gackern hören, ne? Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was ist denn jetzt los? Also wir brauchen was zu trinken, warte mal. So. Bastjo, stell ihn jetzt so an. Willst du jetzt ein Hühnchen oder nicht? Ich speichere mal, wenn wir hier in der Wildnis rumlaufen. Habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Weiß auch nicht. Ich meine, zum Glück hört man Bären und so relativ weit weg schon, ne? Wo man weiß, ah, okay. Bisschen vorsichtig sein vielleicht. Das ist immer ganz gut. Ah, hier wurde der Fluss auch irgendwie blockiert mit Steinen. Ist das extra? Was ist das da vorne? Haben wir das schon mal? Ach, yo, wir sind damals, sind wir hier langgelaufen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wir sind damals, das ist relativ am Anfang gewesen, wo wir hier zu Fuß gelaufen sind. Da war unser ATV, da war der Treibstoff, da war der Treibstoff vom ATV einfach leer und dann sind wir hier langgelaufen. Ich erinnere mich. Aber hier ist halt leider wirklich nichts, ne? Hier ist halt leider wirklich niemand. Was dem Spiel irgendwie noch gut tun wäre, wäre so ein bisschen Ambient Sound, ne? So ein bisschen ambiente Sound wäre eigentlich ganz geil. Ich muss sagen, das kriegt The Forest immer ganz gut hin. Also Sons of the Forest und noch der erste Teil kriegt das ganz gut hin, dass du wirklich so das Gefühl hast, okay, wenn du im Wald stehst, stehst du wirklich im Wald. Also du hörst irgendwie überall was knistern, überall was knurpsen, irgendwo was zirpsen und so, ne? Das fehlt mir jetzt hier, muss ich sagen, ein bisschen. Weil wenn du so hier stehst, man hört einfach nichts. Also du hörst mal ein Vöglein irgendwie zwitschern oder so, aber sonst... Ja, weiß nicht, also so ein bisschen Waldgeräusche wäre schon cool irgendwie. Wobei man sagen muss, dass der Wald natürlich auch, wenn es geschneit hat oder allgemein im Winter, so ein bisschen ruhiger ist, ne? Weil er ja so ein bisschen schlafen geht, der Wald. Ja. Wäre trotzdem irgendwie cool. Was ist das denn? Ach, so eine Steintextur, okay. Ja, ich glaube, die Suche hier gestaltet sich jetzt nicht so erfolgreich. Ich glaube, wir müssen echt auf den Frühling oder so warten, wenn die Viecher wieder aus ihren Habitaten entweichen. Ich glaube, unsere Suche wird nicht sehr erfolgreich sein hier. Na, warten wir mal ab. Warten wir mal, bis Frühling ist und dann können wir uns ja vielleicht ein Viech holen. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass jetzt im Winter... Das ist aber cool gemacht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, dass hier wirklich vielleicht einfach nichts gespawnt ist. Ich habe keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist natürlich schon ziemlich cool,
falls es gewollt ist. Ich kann übrigens auch einfach hier lang fahren, ne? Aber will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ja hier lang fahren, um zu sehen, ob wir irgendwo ein Tier finden. Eigentlich sind die Hühner meistens hier gespawnt oder die Ziegen. Aber leider ist hier gerade nichts los. Ja, Frösche. Okay, die haben wir immer hier. Wir fahren nochmal ein Stückchen in diese Richtung hier vorne. Ich kann mich daran erinnern, dass hier auch noch ein bisschen Action war. Da vorne weiter im Wald drin war irgendwo ein Bär gewesen. Wir haben leider aber keine Melkmaschine. Was? Das heißt, der Bär würde sich bei uns nicht wohlfühlen. Weil wir alle wissen... Wir alle wissen, Bären fühlen sich nur wohl, wenn sie an der Melkmaschine sitzen. Was? What? Die Let's Plays mit Erik haben mich nachhaltig geschädigt. Nee, ich glaube, hier läuft nichts rum. Okay, lass uns zurückgehen. Wir haben noch ein bisschen andere Sachen zu tun. Hier ist leider gerade nicht so wirklich viel los. Naja, aber ich glaube, wir müssten eh bald im Frühling sein, ne? Das ist, glaube ich, allzu lange dauert das nicht mehr. Da müssten wir dann eigentlich dann auch im Frühling sein und dann laufen hier auch wieder ein bisschen Tiere rum. Ich weiß auch gar nicht, was wir vorbereiten müssen für die Tiere, also was die brauchen. Ich habe keine Ahnung, brauchen die was zu essen? Huch, wahrscheinlich schon, ne? Gehe ich mal von aus, die werden schon was zu essen brauchen. Jetzt fängt es an zu schneiden, na fantastisch. Okay, pass auf. Weißt du, was wir machen so lange? Unsere Verteidigung. Wir kümmern uns um unsere Verteidigung ein bisschen. Wo waren das hier? Ach, für den Zaun konnte man Brocken gebrauchen. Ja. So, Metalltor wäre auch nicht verkehrt. Was brauchte man dafür nochmal? Ah. Aber eigentlich... Boah, das ganze Gebiet einzäunen, Alter. Boah. Boah, das wird hart. Das wird richtig hart, ne? Ich meine, theoretisch bräuchten wir es halt eigentlich nicht mal. Theoretisch würde es uns reichen, wenn wir das ab hier einzäunen, oder? Ich meine, wir könnten den... Boah, aber der ist teuer. Der Stacheldrahtzaun ist zwar schon geil, aber er ist wirklich teuer. Aber die Frage, oh, wir können nicht rein... Nee, wir können nicht den Stacheldrahtzaun... Das geht nicht. Drei Eisenbach und drei Eisenbrocken. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Strom haben und dauerhaft den Mischer füllen, ne? Oh, wir haben so viel Sand. Ich weiß nicht, was wir mit dem ganzen Sand machen sollen, ey, ohne Scheiß. Ich meine, die Eisenbrocken ja gerne, aber... Das ist echt wild. Stacheldrahtzaun. Wir werden eine Menge davon brauchen, ne? Wir werden eine Menge davon brauchen. Alter, das Metalldorf braucht 75 Eisenbarren. Wow. Was ist denn zu Zement und Stahl verbessert werden? Was ist denn, wenn wir diesen Zaun bauen? Lass mich mal gerade ganz kurz was probieren, bitte. Wenn wir den jetzt hier hinsetzen, ne? Ich meine, das Problem an der ganzen Geschichte ist halt... Lass den mal gerade fertig bauen. Was brauchen wir? 6 Scheitne und 4 Seile. Ich meine, dann würden wir unsere ganzen Pflanzenfasern endlich mal loswerden, ne?
So verkehrt wäre das jetzt theoretisch gesehen nicht. Aber ich weiß nicht. Boah, das andere ist mir zu heavy. Vom Grind-Faktor ist mir das andere einfach zu krass. Bin ich ganz ehrlich. Das ist... Puh. Das ist echt wild. Aber wir können ja schon mal... Ich meine, wir können ja schon mal ein bisschen Vorsorge betreiben. Und hier mal ein bisschen weiter auffüllen. Ich nehme mal die Holzscheitende mit. Ich glaube aber fast, wenn würde so eine Holzumrandung würde vollkommen ausreichen. Und auch nicht ums komplette Gebiet, sondern wirklich nur an den Stellen, wo sie theoretisch gesehen hochlaufen könnten. Ich will aber gerade mal probieren, wenn wir jetzt hier... Ja. Haben wir das... Ach ne, ich habe ja den Bogen dabei. Warte mal, ich packe mal unsere Axt gerade weg, weil wir eh gerade selber kein Holz hacken. Das macht ja alles Mike für uns. Ich pack einmal... Verbesserungswerkzeug. Und dann packen wir gerade mal die Axt hier rein und heben das Ding auf. Und nehmen uns mal ein bisschen Zement mit. Oder wir nehmen uns mal Stahl mit. Da ist natürlich jetzt die spannende Frage, müssen wir erst... Okay, Betonzaun. Und wenn ich jetzt das Zement wegpacke und habe nur Stahl dabei... Okay. Okay, welche Tür können wir da jetzt dran machen, theoretisch? Das ist ein Riesenteil, Alter. Oh Gott. Ja. Ich meine... Würden wir hier... Lass mich mal kurz was probieren. Würden wir hier theoretisch gesehen... Ach, das ist für die Fundamente. Warte mal, das ist falsch. Bauen... Ich kann den aber nicht nach unten setzen, richtig? Ah, aber man könnte das so machen, ne? Okay, aber man könnte ihn trotzdem theoretisch nicht hier reinpacken. Das ist natürlich schade, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd mit dem Hügel hier. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Von uns jetzt oder vom Spiel, I don't know. Wäre natürlich cool, wenn man... Vielleicht müssen wir das alles nochmal ein bisschen umsetzen oder so. Ich meine, das können wir aber später machen, keine Ahnung. Also theoretisch könnten wir natürlich hier diesen Zaun drumherum bauen. Problem an der ganzen Geschichte ist, du bist einfach nur ein Vogel da oben, ne? Ohne ihn beleidigen zu wollen. Ich meine, machen könnten wir das schon. Wir könnten diesen Stein hier nutzen als natürliche Barriere. Könnte man das schon machen? So, hier nach da, weißt du, was ich meine? Ey. Problem an der ganzen Geschichte ist aber natürlich, wobei, wie viele Lebenspunkte hat das Ding? 400. Okay, ich weiß nicht, ob die 400 so schnell platt kriegen, ne? Ich meine, das Coole ist natürlich, dass sie bei diesen Spikes hier immer gestunt sind, ne? Das ist natürlich schon ein Vorteil, sag ich mal. Den man nicht außer Acht lassen sollte. Wie sieht's mit Zement aus? Okay, wir brauchen ganz viel Lehm. Warte. Jetzt weiß ich, warum es den Lehmsauger gibt. Jetzt weiß ich, warum es dieses Lehmding hier gibt. Braucht das Ding Strom? Wahrscheinlich, ne? Nö. Braucht keinen Strom. Jetzt weiß ich, warum es diese Dinger hier gibt. Ich verstehe. Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Ich weiß halt nicht, ob ich den hier hinstellen möchte, weil die hier halt immer hart ausrasten und so Sachen kaputt machen, ne? Aber vielleicht stelle ich ihn einfach mal. Ne, da vorne will ich nicht, weil da kommen die immer reingerannt. Das ist nicht gut. Das müssen wir erst noch zumachen. Ich stelle den einfach mal hier hin. Ah, 8 Bretter. 8 Bretter, 18 Eisenbarren. Okay, wir werden nicht drum herum kommen. Wir brauchen 2 Kisten. Wir brauchen 2 Kisten. Warte. Oh, Freunde. Was soll denn das immer? Meine Güte. Ja, siehst du selber, ne? Ist halt absolut dämlich, was ihr hier immer macht. Keine Ahnung, wer ihr denkt, wer ihr seid. Mit so viel Selbstvertrauen musst du hier erstmal ankommen. Ich meine, ja, es ist nur Holz, aber ihr seid trotzdem so doof. Wir brauchen 2 Kisten. Wobei 2 Kisten wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Da bin ich mir fast schon sicher. Aber naja. Lagerregal, Blei. Die stelle ich jetzt erstmal hier temporär auf. Und viele Leute werden jetzt lachen, wenn ich etwas temporär aufstelle, heißt das meistens, es wird immer so, es wird immer hier bleiben. Und ja, ihr habt manchmal nicht Unrecht. Manchmal bleiben die Sachen da auch wirklich für immer. So, wie viel haben wir? 5 und 5 sind 10. Perfekt. Ist zu wenig. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein! Ah, wir können. Also, ah! Ah, Penis. Es ist doch wirklich. Es ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ich pack mal die Stahlbarren zurück. Ich pack mal die Stahlbarren hier rein und dann können wir noch Bretter mitnehmen. Wunderbar. Eins fehlt. Dann machen wir die 2 Kisten. Wie gesagt, die werden niemals reichen. Da bin ich von überzeugt. Ich möchte nicht rechte Maustaste drücken. Ich möchte nicht rechte Maustaste drücken. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Sand wegwerfen geht. Okay, wir könnten den Sand auch wegwerfen. Ich mach mal die beiden Kisten voll und dann schmeißen wir den Rest Sand weg. Das ist geil, dass das geht. Geile Option, GG. Wir machen die beiden Kisten hier mal so halbwegs voll und dann können wir den ganzen anderen Sand immer einfach wegwerfen. Weil wir brauchen nicht so viel Sand. Wir werden so viel Lehm wahrscheinlich nie herstellen. Klar, wir brauchen ein bisschen was, beziehungsweise Zement. Wir brauchen ein bisschen was, um diese Zäune dann abzugraden. Aber nicht so viel. Schmeißen wir auf den Boden, schmeißen wir auf den Boden. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kartoffelpuffer oder so, ne? Oh ja, oh. Scheiße. Ich komme. Oh Gott. Ja, ich beeile mich. Wir sind. Also, wow. Hilfe. Okay, folgendes. Wir machen das mal so. Und so. Und dann rein damit. Da, es gibt schöne, viele Eisenbarren. Hier ist alles fertig, ne? Perfekt. Bam, 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 bam. Das Ding läuft wunderbar. Und dann brauchen wir noch eine Kohle. Eine Kohle brauchen wir noch. So, dann schmeißen wir das Ding mal in hier. So. So, dann die Jutta. War da noch was drin? Ach du Scheiße. Oh Gott, da war noch mehr drin. Oh geil. Okay, wir brauchen es aber, weil wir müssen diesen Lehmextractor bauen. Und dann können wir uns einen fetten Zaun um unsere Bude machen. Wobei ich halt nicht weiß.
Ich meine, theoretisch gesehen. Ich glaube, vom Zeitaufwand her, ne? Vom Zeitaufwand her könnten wir halt auch fast diesen Stacheldrahtzaun bauen, ne? Erinnert ihr euch daran, wie ich gesagt habe, nein, den bauen wir auf gar keinen Fall, weil das ist viel zu sehr gegrindet? Aber ich meine halt theoretisch gesehen, brauchen wir ihn halt wirklich nicht, ne? Ich meine, eigentlich brauchen wir ihn halt wirklich nicht. Ohne Scheiß. Also eigentlich ist es echt übertrieben. Ich glaube, wir machen den Holzzaun und graden den dann ab. Ich weiß nicht, da fühle ich mich irgendwie wohler. Das fühlt sich für mich irgendwie richtiger an. Frag mich nicht warum. Aber es fühlt sich irgendwie richtiger an. Ich pack die zwei nochmal mit hier rein. Ja, es fühlt sich irgendwie sinnvoller an. Aber ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Sollen wir diesen Holzzaun bauen und zu Zement umverarbeiten? Oder sollen wir gleich den Stacheldrahtzaun bauen? Wobei das natürlich ordentlich gegrindet wird, dank der Steinmühle und dem ganzen Krams, aber nicht unrealistisch, dass wir das schaffen. Ich lasse euch das einfach in den Kommentaren entscheiden. Ich lasse euch das in die Kommentare schreiben. Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade unsicher, was wir machen sollen. Ich meine, theoretisch gesehen, ob wir jetzt diesen Zementzaun bauen und die Spikes davor setzen oder ob wir gleich diesen Stacheldrahtzaun bauen, wo die halt auch drinnen hängen bleiben. Weil das halt immer drei Eisenbarren und drei Brocken sind, ne? Das ist schon nicht ohne. Theoretisch gesehen, aber wie gesagt, mit dieser Steinmühle hier machbar. Vielleicht sogar mit einer zweiten Steinmühle und genug Strom. Ebenfalls denkbar, dass das dadurch noch besser funktionieren könnte. Ich lasse euch das entscheiden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr meint, was wir machen sollten. Ich bin, wie gesagt, jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich habe keine Ahnung, was wir eher machen sollten. Ich habe am Anfang noch gesagt, wir werden uns so einen Stacheldrahtzaun nicht ergrinden. Jetzt sitze ich hier und überlege doch, was vielleicht zu tun. Ich habe keine Ahnung. Aber wir könnten halt mit diesem Zaun zwei Fliegen mit einer Klappe mehr oder weniger schlagen. Weil wir halt, ja, im Grunde genommen Spikes und Zaun in einem haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher würde sich das irgendwie schon sinnvoll anfühlen, es zu tun. Aber wie gesagt, ich verlasse mich da einfach mal auf eure Kommentare und was ihr dazu so sagt. Warte, dann kommt das Wasser hier raus, trinken wir mal voll und dann gehen wir pennen. Ja, so machen wir das. Ja, also ich verlasse mich da einfach mal auf eure Kommentare, was ihr sagt. Diesen Lehm-Extractor können wir sowieso bauen. Falls wir irgendwas mit Lehm noch bauen wollen, haben wir das Ding da und es hat schon ordentlich was gefarmt. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Aber wie gesagt, am Ende des Tages verlasse ich mich da einfach mal drauf, was ihr sagt. Ich bin da gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Und auch ein bisschen unsicher, was wir machen sollen. Bin ich ganz ehrlich. Ich fände beides eigentlich geil. So, mit den Eisenbarren gehe ich mal gerade ganz kurz raus an den Lehmextraktor. So, das sind schon mal 10 von 8, 10 von 18, 8 Bretter, 8 Nägel und Schrauben. Was habe ich gesagt? 10 von 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2. Ach ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mehr können wir eh nicht mitnehmen. Aber passt erstmal. Gucken wir erstmal da rein. Drei Bretter, 8 Nägel, 11 Schrauben. 1, 2, 3. Und dann haben wir hier noch. Was habe ich gesagt? Ich nehme die einfach mit. Ist egal. Komm. We're taking it and putting it da mal rein. Zack. An ist das Ding. Wir schmeißen ein bisschen Öl rein, lassen das Ding laufen und gucken einfach mal, was passiert. Und wie gesagt, ich richte mich da jetzt einfach mal nach euch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Welchen Zaun wir nehmen sollen. Ich kann mich gerade überhaupt nicht entscheiden. Und da ihr euch das ja am Ende des Tages auch angucken müsst, lasse ich euch das einfach entscheiden. Ihr müsst euch ja das Gegrinder angucken, ne?
So. Ja. Zieh mal durch, Bruder. Jo. Junge, Junge, Junge. Da wird das hier alles doch noch ein bisschen größer mit dem ganzen Gesammel, wa? Alter Vater. Pass mal auf, dann mache ich nochmal gerade den hier. Ah, ist schon voll. Okay, perfekt. Hier wird auch noch fleißig rausgezogen, ne? Hier haben wir schon wieder 14 Eisenbrocken. Das ist geil. Hier machen wir gerade nichts. Zwei volle Sandkisten haben wir. Oh, alter Schwede, ey. Ja, wie gesagt, also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, was wir machen sollten. Ob wir diesen Zementzaun nehmen oder ob wir gleich den Stacheldrahtzaun bauen. Wie gesagt, also hier vor diesen Zementdinger bräuchten wir wahrscheinlich noch ein paar Spikes. Denke ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, da noch ein paar Spikes davor zu setzen. Einfach damit die Gegner gestunt sind. So kommen sie zwar nicht durch. Das Ding hat 400, so ein Betonzaun. Das ist schon ordentlich. Zum Vergleich, so ein Spike, ein ganz normaler hier vorne, hat 100. Ne? Und das Eisending hat 350. Also das, es geht schon mit dem Zementzaun, aber wir müssen uns halt im Klaren darüber sein, die sind nicht gestunt, wenn die da rangehen. Und das wären sie aber beim Maschendrahtzaun. Ja. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich warte mit der nächsten Aufnahme so lange, bis diese Folge hier rausgekommen ist, um mir da ein bisschen ein Bild machen zu können. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, es hängt ganz von euch ab, was ihr meint. Wir müssten auf jeden Fall hier rum bis zum Stein. Und müssten bestenfalls dann eigentlich halt auch vom Stein ab hier so einmal entlang, hier mal entlang, hier, 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 hier. Dann hier rüber einmal durch. Hier könnten wir das große Tor dann machen. Dann einmal hier drüben lang zu diesem Stein. Ne? Und hier könnten wir eigentlich einfach so zumachen. Also einfach von hier, einmal hier so, bam, einmal zu. Das reicht. Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, das ist mit dem Stacheldrahtzaun eigentlich fast schon machbar. Da wir hier zwischen zwei Steinen gebaut haben, geht das klar. Hier hinten brauchen wir nicht zumachen. Hier, weil, ja, es sind nur Holzfundamente, aber ganz ehrlich, theoretisch können wir da irgendwann mal diesen Zaun noch durchziehen oder wir stellen einfach die Spikes hin. Wir können hier einfach die Spikes hinstellen, die wir hier vorne haben, ziehen wir hier einmal drum durch und dann passt das. Dann ist das wirklich easy, da brauchen wir nicht. Da brauchen wir jetzt keinen großen Herbern machen, das ist schon okay, glaube ich. Ich glaube, das passt. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen 17 Uhr wieder. Dann sind wir etwas schlauer. Und unsere kleine Base da unten, die gefällt mir ganz gut. Ich mag die. Ja, ich mag sie sehr gerne. Wir könnten hier noch anbauen. Aber ich weiß nicht, warum wir das machen sollten, keine Ahnung. Ich glaube, so ist schon ganz geil. Dankeschön fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.